So, es müsste, die Aufzeichnung müsste laufen. Ja, ein ganz herzliches Willkommen zu unserem Corporate Learning Meetup vom Storytelling zum Storytraining. Der Anlass für das Meeting heute ist unser großes Projekt Mein Ziel 22. Und da haben sich mehrere Community-Mitglieder zusammengetan, die gesagt haben, wir wollen in das Thema Storytelling einsteigen. Ich gehöre auch dazu und wir steigen so ein, indem wir recherchieren. Wer hat dazu was schon gesagt? Manche lesen Bücher, manche unterhalten sich mit anderen und ich habe den Kontakt mit Jennifer gefunden und Jennifer wollte ich eigentlich zu einem Podcast überreden zum Thema Storytelling. Und dann hat sie mich aber überzeugt und hat gesagt, also Storytelling wird doch wesentlich interessanter, wenn man es grafisch untermalen kann. Und dann habe ich gesagt, na dann machen wir es lieber heute hier. Und dann war so meine Frage, naja, können wir nicht ein Beispiel von deinen Arbeiten nehmen? Und dann hat sie gesagt, nee, darf ich nicht, denn das sind alles Kundenarbeiten, die ich nicht einfach so veröffentlichen darf. Aber sie hat uns ein schönes Beispiel mitgebracht, was öffentlich im Netz steht, anhand dessen wir mal sehen können, wie kann so ein Storytraining aussehen. So, damit auch andere, die heute nicht dabei sind, das mitkriegen können, nehmen wir auf. Also wer gar nicht gesehen werden möchte, macht einfach seine Kamera aus. Herzlich willkommen, Jennifer. Jennifer, du Hallo. gestaltest Stories fürs Lernen und sag uns aber, du machst noch mehr. Was sind so deine Schwerpunktthemen im Moment? Also mein Kern ist quasi Geschichten, die Wissen vermitteln. Das kann aber ganz verschiedene Formen annehmen. Also ich mache fürs Marketing Blogartikel, aber auch Landingpages können zum Beispiel mit Storytelling gestaltet werden. Ich mache viel Trainings. Also viel E-Learning. Ich unterrichte an verschiedenen Unis, meistens mit dem Fokus auf Social Media Storytelling, weil das ist die nächste Generation, die daran wächst. Und wenn ich denen was über PowerPoint Storytelling erzähle, dann sind die raus. Und jetzt im Moment arbeite ich gerade auch an zwei Serienkonzepten, an zweieinhalb Serienkonzepten, wenn man es genau mal nimmt. An zwei bin ich Autorin, an der dritten bin ich quasi Beraterin für Education Content in dieser Serie. Und ja, das schauen wir mal, wo das jetzt so hinführt in nächster Zeit. Serienkonzepte klingt so nach Film. Sind das Filme oder wie kann man sich das vorstellen? Serien tatsächlich. Also keine 90 Minuten, sondern Miniserien, Webserien. Mal schauen, was es am Ende wird. Im Moment ist da viel Bewegung im Markt, deswegen kann man es nie genau sagen, was es wird. Aber im Moment ist es als Webserie angedacht. Okay. Ja, Jennifer, vielleicht steigen wir mal ganz unten ein. Worum geht es eigentlich beim Storytelling? Wie siehst du das? Beim Storytelling geht es um Emotion und um Verbindung zu schaffen. Also ich würde sagen, das Wichtige am Storytelling ist, dass ich mich in der Story wiederfinde. Deswegen ist der erste Schritt auch im Storytelling immer die Recherche und dass ich meine Zielgruppe kenne. Das sehen wir nachher auch bei dem Beispiel, das ich mitgebracht habe. Die nennen das ja eine Web-Dokumentation, glaube ich, eine interaktive Dokumentation, was einfach bedeutet, dass sie tatsächlich mit echten Menschen gesprochen haben, sowohl mit Experten und Expertinnen als auch mit Betroffenen vom Klimawandel und daraus ihre Geschichten abgeleitet haben. Das heißt, je mehr ich quasi über die Menschen im Unternehmen weiß und je mehr ich auch nachvollziehen kann, was sind denn ihre Ängste, was sind ihre Probleme, was sind eigentlich die Herausforderungen, vor denen sie stehen, desto besser kann ich das am Ende auch tatsächlich in ein Storytraining packen. Umso realistischer fühlt es sich an. Und durch die Charaktere am Ende entsteht dann die Verbindung. Da entsteht das, wo ich mich wiederfinden kann in der Geschichte. Das klingt so sehr danach, dass Storytelling erstmal mit Story Listening beginnt, wenn du sagst, man muss ganz viele Gespräche führen. Das tut es auf jeden Fall. Und das ist leider auch was, was im Corporate-Bereich immer noch zu wenig gemacht wird. Also es wird sehr, sehr viel, also ich habe sehr viele Projekte, wo ich dann frage, wer ist denn die Zielgruppe? Und dann bekomme ich die Antwort, alle. Und für alle etwas zu machen, ist für niemanden etwas zu machen am Ende.
Wie kamst du eigentlich dazu, dich mit Storytelling zu beschäftigen? Was war für dich der Anlass? Also, wenn man es genau nimmt, habe ich mich schon immer mit Storytelling beschäftigt. Ich habe mit 15 angefangen, für meine Freunde kleine Romane zu schreiben und quasi uns selbst in eine fiktionale Welt zu packen und habe dann zum Geburtstag quasi Mini-Romane verschenkt oder zu Weihnachten für meine Freunde, wo wir selbst in der Geschichte waren. Dann habe ich Literatur studiert und Geschichte. Geschichte hat auch sehr viel mit Geschichten zu tun. Man nimmt quasi die Grundlage, die man recherchiert und reimt sich dann zusammen, was damals passiert ist. Das hören Historiker ehrlich gesagt nicht so gerne, aber Geschichte und Geschichten hat sehr viel miteinander zu tun. Und bin dann weitergegangen. Ich war beim SWR erst, also bin über das Archiv beim SWR und den Journalismus gekommen. Bin dann im Marketing gelandet, in Corporate Communications. Und im Corporate Communications war damals vor 10 Jahren, als ich dort gelandet bin, Storytelling der neue heiße Scheiß. Also da hat das gerade so richtig angefangen im Marketing. Und dann habe ich mich in einen Online-Kurs eingeschrieben von einer heutigen Freundin von mir, Christina Maria Schollerer, die damals die Future of Storytelling gemacht hat. Und habe dann quasi angefangen, mir das alles drauf zu schaffen. Also das ganze Storytelling-Handwerk habe ich quasi über Bücher, Online-Kurse etc. selbst gelernt und über ganz viel schreiben, ganz viel selber machen, ganz viel ausprobieren natürlich. Und bin dann vor 5 oder 6 Jahren im E-Learning gelandet, habe dann E-Learning, das genommen quasi, was ich schon mitgebracht habe, Storytelling, das ins E-Learning transportiert, habe auch E-Learning komplett von Grund auf gelernt. Also ich konnte das gar nicht, als ich damit angefangen habe. Und habe auch dort mir das drauf geschafft über verschiedene Medien, aber auch über meine Kollegen. Also ich hatte sehr viel Glück, dass ich Kollegen habe, die mich angelernt haben tatsächlich. Und ich habe das aber dann auch zurückgegeben. Also ich habe damals schon angefangen, dann Kurse in E-Learning Storytelling zu geben für meine Kollegen und habe quasi meine Kollegen weitergebildet. Und das mache ich auch heute noch, quasi Instructional Designer weiterbilden im Thema Storytelling. So irgendwie erschließt sich mir noch nicht, wo ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Storytelling, was man im Marketing anwendet, oder Storytelling, was man in der Politik verwendet oder in irgendwelchen anderen Bereichen zum Lernen. Geht es nicht eigentlich immer darum, Leute mit etwas zu konfrontieren, was sie sich merken sollen? Sie sollen sich auch was merken, aber es ist tatsächlich, glaube ich, nochmal eine ganz andere Nummer, ob du Lerninhalte, die auf jeden Fall in einem Training vorkommen müssen, bekommst, die dann in die Geschichte passen müssen und zum Unternehmen passen müssen und zur Zielgruppe passen müssen. Also klar verwendet man in politischen Reden und im Marketing Storytelling, aber dort kannst du sehr viel freier agieren, als wenn du Lerninhalte vorgegeben bekommst, mit denen du arbeiten musst und die vermittelt werden müssen. Deswegen sage ich immer ein bisschen, E-Learning Storytelling ist eigentlich die Königsklasse, weil da muss man einfach, man hat einfach mehr Vorgaben, was rein muss in dieses Feld. Aber trotz der Vorgaben scheint es zu funktionieren, sagst du. Ja, Ja. vielleicht schauen wir uns da mal ein Beispiel an, was du da ausgewählt hast. Ich bin ganz gespannt. Ich muss noch mal teilen, weil jetzt fehlt uns der Ton. Den Fehler haben wir gerade schon mal gemacht. So, jetzt müsste es klappen. Mal gucken, ob ich euch auch gleichzeitig sehen kann. Genau. Ich habe mitgebracht Climate Under Pressure von TV Monde aus Kanada, die sich 2016 mit dem Klimawandel beschäftigt haben, als großes Überthema quasi. Und in diesem Rahmen ist diese, wie Sie es nennen, interaktive Dokumentation entstanden. Aber es ist eben auch schon eine Art Storytraining. Deswegen habe ich das Beispiel mitgebracht. Ich sage gleich dazu, in einem regulären Training wären es sicher mehr verschiedene Interaktionen. Also hier haben wir immer nur A-B-Choices. Also wir haben quasi immer nur zwei Antwortmöglichkeiten, aus denen sich dann neue Stories ergeben. Das ist eben der fiktionalere Ansatz, sage ich mal, aber da kann ich gerne auch später noch mal was dazu sagen. Das ist hier komplett realitätsnah. Storytrainings kann man aber natürlich auch fiktionaler erzählen. Da kann ich dann gerne später noch mal was dazu erzählen. TV Monde hat sich hier entschieden, eben sich 6
Geschichten auf der ganzen Welt anzuschauen. Also die haben gesehen, Klimawandel ist ein globales Problem. Das heißt, wir sollten das auch global erzählen und uns verschiedene Themen an verschiedenen Orten anschauen, wo sie eben besonders brennend sind. Ich würde heute gerne mit euch in The Bitter Sea reinschauen. Vielleicht haben es ein paar von euch sich auch angeschaut schon vorher. Die meisten werden wahrscheinlich keine Zeit gehabt, sich alles durchzuklicken. Aber es sind grundsätzlich 10-minütige kleine Geschichten. Also ich nenne das eine Kurzgeschichte, wenn sie in dem Zeitrahmen ist. Und der Fokus ist ganz klar auf der Story, die aber gleichzeitig eben Fakten vermittelt. Wenn man startet mit der ganzen Geschichte, kommt man erstmal auf eine Seite, die einem erklärt, was passiert hier eigentlich und was ist meine Rolle in dieser Geschichte. In dieser Geschichte haben wir quasi die Wahl, Entscheidungen für die Charaktere zu treffen. Das heißt, wir werden aktiv eingebunden in die Geschichte. Das kann man im E-Learning natürlich auch so machen, dass man selbst ein Charakter in der Geschichte ist. Da es hier aber eben 6 Geschichten ganz verschiedenen Orten auf der Welt ist, ist es eher verwirrend, wenn wir jedes Mal die Rolle wechseln, als das so zu machen, dass man quasi außerhalb der Geschichte steht, sie sich anschaut, aber eben eingreifen kann. Das ist ein Format, das man zum Beispiel auch schon aus Adventure Games kennt, dass man quasi Entscheidungen trifft und das dann die Geschichte beeinflusst. Dieses Barometer, das wir hier sehen in der Mitte, zeigt mir an, wie meine Entscheidungen gut oder schlecht fürs Klima sind. Spannend finde ich daran, dass es eben nicht nur Fakten, sondern auch emotionale Entscheidungen sind, die wir hier treffen werden in unserer Geschichte und wie diese dann Auswirkungen haben auf den Klimawandel. Wie wir sehen, folgen wir hier einer 16-Jährigen auf Tuvalu, die eben mit ihrer Großmutter jetzt im ersten Kapitel spricht. Es sind immer 6 Kapitel, manche sind länger, manche sind kürzer. Manche haben mehr Dialog, manche haben quasi mehr Szenerie, sage ich jetzt mal. Hier fängt jetzt der Dialog an. Es ist ganz einfach zu navigieren. Wir klicken einfach nur. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir klicken uns jetzt einmal ganz kurz bis zur durch und ich erzähle dann immer was dazu, was hier besonders bemerkenswert ist. Was ich hier gleich auf der ersten Seite bemerkenswert finde, ist, dass es zeigt, dass Klimawandel ist ein Thema für Jung und Alt. Also wir haben hier 2 Zielgruppen schon mal, die sich angesprochen fühlen. Die Teenager, wir haben aber auch die, da schreibt jemand im Chat, die einfach in der Pauserleiste ablesen. Wir haben den Link, glaube ich, auch schon mit der Einladung verteilt, oder Karl-Heinz? Wir haben verteilt, die Links stehen auch auf der Webseite, wenn ihr es nochmal nachprobieren wollt. Bei mir haben sie gut funktioniert. Ich glaube, bei einigen anderen auch. Probiert es nochmal, vielleicht mit einem anderen Browser. Okay. Gut, aber ich klicke jetzt einfach einmal durch. Kann man das Audio im Hintergrund hören? Leider nicht. Nicht? Jetzt klappt es schon wieder nicht mehr. Vorhin hat es geklappt. Gut, also ihr müsst mir einfach glauben, wir hören jetzt hier im Hintergrund die ganze Zeit Meeresrauschen und Seemöwen. Geschrei. Also wir sind hier mehr. Wir haben tatsächlich einen Ambient Sound, wie wir das nennen. Und das hilft dabei, uns in diese Geschichte rein zu transportieren. Also dieses bisschen Sound, das einfach nur ein Loop ist von wahrscheinlich 5 bis 10 Sekunden, hilft dabei, in die Geschichte hineinzufinden, sich hineinzuversetzen. Wir sind jetzt auf Tuvalu. Was auch schön ist, was nicht immer gegeben ist, ist, dass hier das werden wir im Laufe der Geschichte sehen, dass die Charaktere nicht Karikaturen ihrer selbst sind. Also diese Charaktere werden hier respektvoll behandelt. Das sind Ureinwohner von Tuvalu, also es ist indigene Bevölkerung. Da kann man immer mal gerne in die Falle tappen, dass man hier leichte rassistische Fehler macht und sich hier zum Beispiel, also man sieht hier zum Beispiel traditionellen Schmuck, der angemessen ist für diese Person. Das ist wichtig auch, dass man das respektiert. Also auch wenn diese Sachen gezeichnet werden, dass man hier realistisch bleibt, dass man das respektvoll behandelt. Und wenn man sich nicht sicher ist, ob das alles respektvoll ist, ob das alles so passt, gibt es etwas, das nennt sich ein Sensitivity Read. Dann lädt man quasi jemand aus dieser Gruppe ein, den Inhalt sich anzuschauen, bevor er live geht, der dazu Feedback geben soll, ob das alles so in Ordnung ist.
Wie man sieht, haben wir hier ein paar verschiedene Szenen. Also wir haben die Charaktere, die immer mal wieder da sind. Wir haben größere Hintergrundszenen. Wir werden aber im Verlauf sehen, dass das eine eingeschränkte Anzahl an Hintergründen ist, sozusagen, weil das Zeichnen von solchen Charakteren und auch Hintergründen natürlich aufwendig ist. Also das ist ein Aufwand, der kostet Geld etc. Das heißt, beim Storytelling, beim Konzipieren dieser Geschichte hat schon jemand darauf geachtet, dass man nicht so oft die Szenerie komplett wechselt, beziehungsweise dass man Hintergründe auch wiederverwenden kann. Was wir jetzt auch hier sehen zum ersten Mal, ist ein angebotener Hintergrund, also eine Hintergrundinformation. Der Fokus ist aber immer noch ganz klar auf der Geschichte. Und das Schöne daran ist, wie Sie das hier gemacht haben, ist, ich kann mir den Inhalt hier anschauen, ich muss aber nicht, also ich werde nicht dazu gezwungen, mir den Inhalt anzuschauen, sondern ich kann mir die Geschichte erstmal anschauen und bekomme dann ganz am Ende der Geschichte alle diese Inhalte noch einmal angeboten. Das heißt, ich kann jetzt hier drauf schauen, da geht jetzt auch direkt ein Video los und habe jetzt hier eine Zusatzinformation, die zu dieser Szene passt. Ich kann mich aber auch vollkommen entscheiden, das zu lassen. Einfach zu sagen, ich gehe die Geschichte jetzt einmal durch und gehe sie im Zweifelsfall halt noch ein zweites Mal durch, weil zu dem Zeitpunkt weiß ich ja noch nicht, dass ich das am Ende alles nochmal angeboten bekomme. Aber ich kann quasi dann später noch schauen, was hat mich jetzt tiefer interessiert und kann da dann nochmal einsteigen, ohne dass ich eben dazu gezwungen werde. Wie man sieht, haben sie hier auch eingebaut, dass man das alles teilen kann. Das ist hier YouTube, über das hier funktioniert. Es sind aber auch Grafiken drin, Infografiken. Und eben jeweils ein kleiner Artikel. Also jeder kann entscheiden, möchte ich das lieber lesen, möchte ich mir das anschauen. Man muss dazu sagen, die Videos sind fast alle auf Französisch. Das ist aber, glaube ich, untertitelt, soviel ich weiß, in mehreren Sprachen. Genau, also wir kriegen jetzt hier erzählt, dass es immer mehr Stürme gibt, dass die Korallenriffe dadurch zerstört werden, dass die Fische darunter leiden, weil sie natürlich keine Verstecke mehr haben und die Fischpopulation darunter leidet. Und wir kriegen eben aber auch dazu gesagt, dass die kommerzielle Fischerei auf Tuvalu ein Problem ist, weil sie eben zusätzlich die Korallen zerstört und zu viel Beifang dabei mitgefangen wird. Dabei geht es jetzt eben hier im Dialog hin und her. Wie man sieht, werden hier eben auch eben die Sachen immer wieder verwendet und du siehst immer, wer spricht, indem der andere so ein bisschen abgedunkelt wird, sage ich jetzt mal. Also es ist immer vollkommen klar, wer gerade spricht. Auch hier wird es nochmal gedoppelt, obwohl es eigentlich gar nicht notwendig wäre. Und das ist auch vielleicht meine ungewöhnliche Perspektive. Dazu sagen, das Sprechen hört man nicht, sondern das kann man auch nur lesen, ne? Genau, also es ist kein Audio, es sind keine Sprecher hier mit drin. Das kann man aber handhaben, wie man möchte. Also manche Storytrainings haben durchaus auch Sprecher, mit denen gearbeitet wird. Ich habe gesehen, es kamen schon Fragen rein, die würden wir hinten anstellen und die würde ich dann danach beantworten, wenn ich einmal durch bin. Hier haben wir eben jetzt die erste Antwortmöglichkeit. Was denkt ihr, ist quasi die Frage, welche Art von Fischen ist die bessere für immer im Hinblick natürlich auf den Klimawandel? Das heißt, hier ist natürlich die Entscheidung gut zu sagen, wir wollen wieder zurück zur traditionellen Fischerei, um weniger Beifang zu produzieren, weniger das Riff, um den Klimawandel besser zu stoppen. Oder besser gesagt, die Folgen des Klimawandels besser zu stoppen in Tuvalu. Aber andererseits ist es natürlich eine Geldfrage. Das ist tatsächlich auch ein Thema, das hier immer wieder aufgegriffen wird, auch in den zusätzlichen Informationen, dass man sich das natürlich leisten können muss, dass man von der kommerziellen Fischerei zum Beispiel weggeht. Also ich würde jetzt einfach mal den positiven Weg wählen, um zu sehen, aber je nachdem, was ich hier wähle, das werdet ihr auch sehen, wenn ihr es selber ausprobiert, kriege ich eine andere Antwort. Also quasi die Story verändert sich leicht, je nachdem, was ich angeklickt habe. Ich will jetzt einfach das traditionelle Fischen mal unterstützen und dann bekommen wir folgende Antwort. Zuerst kriegen wir gezeigt, das Barometer geht weiter Richtung Grün.
Und hier kriegen wir dann eben erklärt, dass, warum das gut ist, das traditionellere Fischen. Und unser Teenager sagt dann eben, ich werde mit meinem Vater reden und schauen, ob ich was verändern kann. Und die Oma sagt dann schon, alleine, dass du dir darüber bewusst geworden bist, verändert quasi schon was zum Positiven. Genau. Hier sieht man auch zum Beispiel, warum Korallen dann wichtig sind. Und wir verändern jetzt auch die Szenerie. Wir springen zur nächsten Szene. Es ist bei der Schule. Jetzt haben wir zwei Teenager-Figuren hier, die miteinander sprechen und die eben sich darüber unterhalten, dass es weniger regnet, dass der Klimawandel jetzt schon ihre Insel verändert, dass die Lehrer das zwar immer wieder erwähnen, aber dass sie natürlich Angst haben, dass ihre Insel komplett unter Wasser versinkt. Das ist ja für diese Staaten ein großes Thema. Es ist ein reales Problem, dass diese Inseln wahrscheinlich nicht mehr existieren werden, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten. Ist es, glaube ich, selbst schon knapp. Genau, und sie erzählen dann eben auch, selbst wenn wir jetzt aufhören, quasi Treibhausgas zu produzieren, kann es eben sein, dass ihre Inseln nicht mehr zu retten sind. Das heißt aber eben nicht, dass man aufgeben sollte. Das ist eben jetzt die Frage, die als nächstes kommt. Einfach mal aufgeben und sagen, unsere Insel ist eh nicht mehr zu retten oder sich dem Ganzen trotzdem entgegenstellen. Was ist hier die richtige Antwort? Auch hier ist natürlich, je nachdem, was man hier tut, die Antwort entscheiden. Ich wähle jetzt hier tatsächlich mal, we can't do anything, einfach damit ihr seht, was passiert, wenn ich eine negative Antwort nehme. Einerseits geht das Barometer zurück. Andererseits geben unsere beiden Teenager aber auch auf. Also hier zeigt man quasi auch, dass ein Thema wie der Klimawandel nicht nur ein faktisches Thema ist, sondern auch ein emotionales Thema. Wenn wir uns alle hinsetzen und sagen, ja, wir können ja eh nichts machen, dann können wir auch eh nichts machen. Das ist korrekt. Dann wird der Klimawandel nicht aufhaltbar sein. Und das ist eben was, was das Spiel hier, finde ich, oder dieses Storytraining sehr gut umsetzt. Es ist eben so, dass auch unsere Haltung tatsächlich einen Einfluss hat darauf, wie sich unsere Welt entwickelt. Was sie schön gemacht haben hier, ist eben, dass sie diese Möglichkeit geben, das auszuprobieren, was hier passiert und zu schauen, eben, was sind die Konsequenzen. Aber dass sie andererseits auch zeigen, wenn ich diese positive Story wähle, dass es direkt einen Einfluss hat auf das, wie man sich dem Klimawandel entgegenstellt. Also ich bin sowieso ein Verfechter der positiven Zukunftsvision. Weil ich glaube, dass uns Dystopien und Technokratien von der Zukunft eben genau diesen psychologischen Effekt geben, dass wir sagen, boah, da können wir es eh lassen, es ist eh nichts mehr zu retten. Und das ist eben nicht der Weg, wie ich das quasi gerne vermitteln möchte. Und das zeigt ja auch sehr schön. Genau. Über die sozialen Netzwerke bringt das auch alles nichts. Wir werden sowieso gehen müssen. Und dann verlieren wir alle unsere Freunde und unser Zuhause, weil wir werden über die ganze Welt zerstreut. Also hier werden auch konsequent eben die Folgen genannt, was passiert, wenn diese Inseln untergehen. Die Leute werden zu Klimaflüchtlingen. Hier sieht man eben auch, die haben sehr, sehr ganzheitlich auch immer integriert, was für Informationen wichtig sind, warum Bildung zum Beispiel ein wichtiger Faktor gegen den Klimawandel sein kann. Wie wir heute hier zusammenkommen und uns Climate Under Pressure angucken, quasi. Genau, hier ist zum Beispiel auch mal, glaube ich, eine Grafik mit drin. Die kann man jetzt nicht teilen, aber hier kann man sich das genauer angucken, wer am meisten Treibhausgas eben ausstößt und wer am meisten darunter leidet. Und hier sieht man eben die große Imbalance, die am meisten davon ausstoßen, werden sehr spät erst den Klimawandel überhaupt konkret bemerken. Also wir merken das in Deutschland jetzt auch schon, aber ich lebe zum Beispiel in einer Region, die relativ spät erst den ganzen Klimawandel abkriegen wird, außer dass unsere Sommer immer heißer werden, das merken wir jetzt schon. Und auch, dass das Wasser nachlässt. Aber ich meine, diese großen Effekte, dass zum Beispiel unsere Heimat untergeht, da ist Holland definitiv vor uns dran, zum Beispiel. So, wir gehen immer von Szene zu Szene. Ich würde jetzt mal ein bisschen was überspringen. Einfach, dass wir weiter vorankommen und ich weitere Beispiele erklären kann. Aber das hier ist eigentlich mehr dasselbe. Sie hören jetzt zusammen Radio
Und der Radio erzählt jetzt eben, dass ein Sturm aufzieht. Und die Oma erzählt eben jetzt, dass immer mehr Stürme in den letzten Jahren kamen. Also, dass es früher nicht so stürmisch war um Tuvalu. Und auch hier hat man dann wieder die Entscheidungsmöglichkeit, eben Mangrovenwälder anzupflanzen oder nicht. Also eine Möglichkeit, zum Beispiel Küstenlinien zu befestigen, sind Mangrovenwälder. Aber Wälder brauchen natürlich Zeit, um zu entstehen. Und dann kann man sich eben entscheiden, ich möchte was pflanzen oder ich möchte nichts pflanzen. Und dann ist das eben am Ende so, wenn man, also ich habe alle Wege mittlerweile ausprobiert, wenn man sagt, ich möchte Mangroven pflanzen, dann sagen sie, gehen wir jetzt los und gehen zu dieser Organisation, die eben Setzlinge ausgibt. Also da ist auch eine Hilfsorganisation unterwegs, die gibt Mangroven-Setzlinge aus und tun was dagegen. Es wird aber auch gesagt, gut, das dauert jetzt halt 10 bis 20 Jahre, bis diese Mangrove groß genug ist, um wirklich die Küste zu schützen. Und wenn man sich aber entscheidet, keine Mangrovenbäume zu bauen, dann passiert Folgendes. Dann geht unser Barometer weiter Richtung Rot. Und sie sagt eben, die wachsen ja eh nicht über Nacht, das bringt uns ja jetzt nichts für diesen Sturm. Und dann sagt die Großmutter eben, ja, manchmal dauert es halt ein bisschen länger, aber nur weil es uns heute nichts bringt, heißt es nicht, dass es uns in 20 Jahren nichts bringt. Die Altersweisheit kommt ja auch immer wieder schön durch. Also die sehr unterschiedlichen emotionalen Temperaturen, sage ich jetzt mal, auf der unsere Charaktere unterwegs sind. Und hier haben wir jetzt eine Szene, da sind sie dann abends unterwegs ums Feuer. Na? Und dann werfen die Jungs was weg. Und dann kommt natürlich das obligatorische Thema auch, wie geht man eigentlich mit Müll auf solchen Inseln um? Wir erfahren jetzt hier auch, dass vor Ort eben Müllhalden sind, die aber überfließen langsam und wo das ganze Zeug dann langsam ins Meer wandert, dass das Mikroplastik in den Fischen ist, dass sie die Fische essen und davon krank werden. Das ist eben die nächste Storyline, die wir haben. Und was man eben vielleicht auch schon besser macht als der globale Westen oder der globale, die entwickelten Länder. Hier wird zum Beispiel darauf hingewiesen, ja, wir sammeln ja schon alle Plastikcontainer und Flaschen. Das ist ja nicht mal in allen zivilisierten Ländern der Welt quasi der Fall. Hier kann man jetzt entscheiden, aufheben oder nicht aufheben. Wenn man sich jetzt dazu entscheidet, eben das aufzuheben, dann stehen sie tatsächlich auf, heben das auf und das Barometer geht wieder Richtung Grün natürlich. Und jetzt hat sie zwar die Party versaut, aber sie haben was für die Umwelt getan. Also ihre Freundin ist so ein bisschen, ach, okay, dann machen wir das jetzt halt. Was wieder sehr realistisch ist quasi für Teenager. Genau. Hier haben wir jetzt eben schon die Sturmwarnung, die konkret kommt. Mit Sturmwarnung kommen eben auch immer große Wellen und diese Inseln verlieren immer mehr Küstenlinie dadurch. Das ist aber auch nicht nur dort so, das ist ja selbst in unserer Nordsee und Ostsee so, dass Inseln ganze Küstenlinien verlieren durch Stürme. Das hatten wir jetzt beim letzten Sturm, hat eine der Inseln tatsächlich den ganzen Strand verloren, habe ich gelesen. Genau. Was ich schön finde daran, wir haben jetzt den Sturm nur ganz kurz gesehen. Also wir haben gesehen, da waren dunkle Wolken, es hat ein bisschen geregnet. Ich habe das jetzt auch gehört. Also es wurde tatsächlich ein bisschen stürmischer in meinen Ohren. Das hat aber nur 3 Sekunden gedauert. Sie haben sich also hier dazu entschieden, den Fokus nicht auf den Sturm zu legen, obwohl das hier der dramatische Höhepunkt tatsächlich der Geschichte war, sondern auf die Konsequenzen. Also wir sind jetzt quasi hier wieder mit unseren Charakteren. Wir haben jetzt nicht gesehen, wie die sich zurückgezogen haben und in ihren Hütten verbracht haben, den Sturm ausgewartet haben quasi, sondern wir sehen hier jetzt das Ende davon. Wir sehen hier die Szenerie, die wir vorhin in Ganz gesehen haben, ist jetzt kaputt. Das heißt, das Dach ist ein bisschen kaputt gegangen, es läuft überall Wasser raus, hier im Hintergrund ist eben was umgefallen, was wieder aufgebaut werden muss und sie stehen jetzt eben auch im Wasser. Das heißt, das Wasser ist erstmal höher als vorher und sie unterhalten sich jetzt natürlich darüber, was hat der Sturm denn jetzt verursacht. Und sie bauen natürlich wieder auf, aber je häufiger die Stürme sind, desto weniger Geld ist zum Wiederaufbauen etc. Also sie erzählen hier jetzt auch, was sind eigentlich die konkreten Folgen? Also die Länder, die sowieso schon wenig Geld haben, kriegen die Folgen zuerst ab und müssen mit ihnen klarkommen. So.
Sie unterhält sich jetzt mit ihrem Bruder, der schon längst weggezogen ist in die große Stadt. Der Bruder hat sich gerade ein Motorrad gekauft und lädt jetzt die Schwester quasi ein, doch zu ihm zu ziehen. Und die Unterhaltung ist quasi, er hat jetzt einen guten Job, er kann sich jetzt auch sowas wie ein Motorrad leisten, er kann sich jetzt den westlichen Lebensstandard leisten, er lebt jetzt in der Stadt, in der Wohnung, er ist eben weit weg vom Sturm und bietet jetzt eben der Schwester an, dass man ja zusammenziehen könnte, quasi, also dass sie nachkommen könnte. Und hier ist eben auch ein interessanter neuer Faktor, den man hier sieht, Compassion is the solution, also quasi auch mit Empathie, mit dieser Situation umzugehen, dass Leute ihr Zuhause verlieren durch solche Stürme oder mehr bedroht sind vom Klimawandel zum Beispiel. Das ist schon mal ein erster Schritt. Also nicht zu sagen, ja, kommt doch alle einfach in unsere Länder und dann ist alles gut, sondern auch eben das zu erkennen, dass die dann ihr Land und ihre Kultur verlieren und dass das ein sehr schwerer und schmerzhafter Schritt ist für die. Das ist eben auch schon ein erster Schritt im Umgang mit dem Klimawandel. Also dass alle Stimmen gleich viel wert sind und gleich gehört werden sollten. Genau. Hier kann man jetzt eben entscheiden, zusammenzuziehen oder auf der Insel zu bleiben. Ich würde jetzt mal sagen, weil die habe ich tatsächlich noch nie gesehen, die Wahl. Ich habe immer die andere genommen. Was passiert jetzt eigentlich, wenn sie zusammenziehen? Dadurch geht das Barometer runter und ich kann auch erklären, warum. Je mehr Leute quasi schon jetzt von der Insel wegziehen und sich quasi dem Kampf gegen den Klimawandel entziehen, verständlicherweise, desto weniger Leute sind vor Ort, um wirklich was zu tun. Also es hat quasi Einfluss darauf, wer vor Ort noch was tut oder wer vor Ort noch was tun kann, sozusagen. Wenn jetzt nur noch die alten Leute auf der Insel bleiben, weil die nicht wegziehen wollen und die Jungen alle in die Stadt ziehen, dann stellt sich eben auch keiner mehr dem entgegen, was dort passiert. Wie man sieht, ist sein größtes Verkaufsargument die Klimaanlage gewesen. Das fand ich auch sehr schön. Hier sieht man auch am Ende der Geschichte, wo wir jetzt angekommen sind, einen Ausblick in die Zukunft. Also jedes Kapitel endet auch tatsächlich mit einem Ausblick in die Zukunft. Das war 2016, 4 Jahre später war also 2020. Das heißt, selbst die Zukunft ist hier jetzt schon die Vergangenheit mittlerweile. Aber wir sehen eben auch hier, die Oma ist immer noch dort. Sie geht auch immer noch jeden Tag traditionell fischen. Und sie versuchen eben, soweit es geht, die Insel Bewohner zu mobilisieren, sich dem Klimawandel entgegenzustellen. Was ich auch schön finde, ist eben, man sieht hier, wer dieses Training oder schon mal durchgemacht hat und wie die Entscheidungen eigentlich sind. Also wer welche Entscheidung getroffen hat und kann daraus auch irgendwie nochmal sehen, bin ich in der Mehrheit oder Minderheit. Das gibt dann auch noch so ein bisschen moralische Überlegenheit, sage ich jetzt mal hier am Ende. Und man sieht auch, wie man insgesamt eben abgeschnitten hat. Wir haben ja in der Mitte gestartet, das heißt, wenn ich jedes Mal die gute Entscheidung getroffen hätte, wären wir jetzt mit dem Barometer ganz rechts angekommen, also ganz im grünen Bereich, wenn ich immer die negative Entscheidung getroffen hätte, ganz im roten Bereich. Ich habe vorhin auch schon gesagt, wir haben hier Additional Content, das sind all die Inhalte, die wir in der Story gesehen haben, nochmal hier zum Durchblättern. Und hier sieht man eben auch, ist das was für Themengebiete das hat, Geld und Gesundheit, Einkaufen zum Beispiel, also was man auch quasi bei sich tun kann. Und Stadtleben, Gesundheitsversicherung, also die haben ja auch so ein bisschen eine Ikonografie eingebaut. Ich könnte jetzt direkt weitergehen hier in die nächste Geschichte, das machen wir aber nicht, sondern ich würde noch mal kurz zusammenfassen, was ich gerade nach hier alles erzählt habe. Ihr bekommt das später auch noch mal per Mail. Ich habe ja schon gesagt, also mir ist besonders wichtig gewesen, dass hier eben der Fokus auf der Story ist. Also die Lerninhalte sind da und sie werden auch in den Dialogen vermittelt. Sie sind aber nicht in Unterbrechungen eingebaut, sage ich jetzt mal. Also es ist nicht so, dass die Geschichte endet und dann zwischendrin mal eine Folie ist, die voller Text ist, wo man dann nachlesen kann, sondern man hat die Wahl, das nachzulesen. Man wird aber nicht aus der Geschichte gerissen dafür. Man hat eben Entscheidungsgewalt in dieser Geschichte. Man erzählt große Themen im Kleinen. Das nennt man Collective Storytelling.
diesen Ansatz, dass man quasi ein globales Problem oder ein sehr großes Problem in sehr vielen kleinen Geschichten erzählt, die eben dann auch immer Anknüpfungspunkte ins eigene Leben geben. Wenn man jetzt zum Beispiel innerhalb eines Unternehmens erzählt, heißt das vielleicht einfach, man macht entweder auch so Kurzgeschichten oder man hat halt statt einer Figur in so einer Geschichte fünf, die fünf verschiedene Meinungsbilder im Unternehmen vielleicht abbilden und das auch im Training diskutieren. Wir haben, die Geschichte wird durch Design und Sound erlebbar. Also wir haben es gesehen, es wurde alles gezeichnet. Es hat auch alles denselben Zeichenstil, also alle sechs Geschichten. Das hält dann wieder das Ganze zusammen. Und wir haben ja auch Sound, der verwendet wird. Man denkt immer, es ist so ein ganz kleiner Trick, aber Sound macht dann doch nochmal einen riesen Effekt. Ich weiß nicht, ob sich jemand von euch schon mal angeschaut hat, wie so ein Kinofilm wirkt, wenn man die Musik wegnimmt. So ist das auch beim Training. Die Reduzierung der Interaktion finde ich eigentlich ganz gut. Ich würde sie nicht ganz so stark eben reduzieren, weil hier haben wir immer nur eine Interaktion pro 10 Minuten. Ich finde, da kann man durchaus auch ein bisschen mehr haben, weil der Aufmerksamkeitsgrad je nach Zielgruppe auch stark nachlässt. Also je jünger die Zielgruppe, desto schlechter die Aufmerksamkeitsspanne und desto mehr Interaktion brauchen wir, dass die Leute auch drin bleiben in der Geschichte. Hier kann man auch sagen, man muss ja immer klicken, das ist ja auch eine Interaktion. Aber es ist besser, wenn ich quasi wirklich eingebunden werde dann. Genau, gibt den Charakteren eine eigene Meinung. Ich finde, das haben wir ja auch schön gesehen, dass die Charaktere unterschiedliche Meinungen hatten, dass die Oma mit der Weisheit immer um die Ecke kam und dass der Teenager halt eher so emotional unterwegs ist und sich dann auch mal aufregt darüber, dass sie jetzt hier ihre Plastiktüte einfach wegwerfen und das auch durchzuziehen. Also einerseits dem Charakter eine Meinung zu geben, andererseits aber auch den Charakter für seine Meinung nicht zu verurteilen. Das ist eben ganz wichtig, dass man als Erzähler neutral bleibt in der Geschichte. Achtung mit den Ismen. Also zum Beispiel hätte man jetzt hier auch, es hätte durchaus passieren können, dass diese Charaktere halt dann doch einen Sprecher bekommen haben und dann einen lustigen Akzent haben. Also diesen klassischen Ausländer-Akzent. Ich weiß nicht, ob euch bei Star Wars mal aufgefallen ist, dass die Bösen immer französisch klingen. Also in der englischen Tonspur zumindest sind das immer die Franzosen oder die Russen. Also man hat das sehr oft, dass solche Akzente quasi auch da sind, um quasi Qualitäten zu transportieren. Ich persönlich finde das schlecht. Ich finde, das ist eine Art von Rassismus. Was ich eben hier auch schön finde, ist, dass der ältere Charakter, die Großmutter hier, der steht am Ende der Geschichte, die geht immer noch fischen, weil die ist noch nicht auf dem Abstellgleis. Und das ist auch zum Beispiel was, den Wert dieses Charakters zu zeigen. Auch im hohen Alter zieht ihr Ding durch. Und das ist eben auch wichtig, dass man solche Sachen eben beachtet, dass man Sexismus, Rassismus, Ageism, dass man eben auf solche Sachen achtet, dass man damit sensitiv einfach umgeht. Positive Visionen, habe ich vorhin schon erzählt, sind mein Ding. Das kann jeder für sich entscheiden, wie er erzählen will. Dystopien haben sicher auch ihren Platz. Ich finde aber eben, dass man hier sieht, die Stärke ist auch, nicht immer das Drama, also den Sturmkomplex hochzuziehen, sondern zu zeigen, wie die Menschen zusammenkommen, um das Problem zu lösen. Das Drama erhöht die Dramaturgie. Also ohne den Sturm wäre es auch nicht gegangen. Das heißt, man braucht etwas, was quasi auf was so hingearbeitet wird, auf was hin erzählt wird, was gelöst oder einfach überstanden werden muss von unseren Helden, die wir haben, von unseren Charakteren. Und das ist quasi die dramatische Struktur. Ich habe vorhin aus dem Augenwinkel schon eine Frage dazu gesehen, da kommen wir gleich noch dazu. Aber eben, wir haben klassische dramatische Strukturen und die werden hier zum Beispiel auch eingehalten. Konsequenzen zeigen, ohne den Holzhammer rauszuholen. Also wenn man hier einmal negativ entschieden hat, geht noch nicht die Welt unter. Das ist auch ganz wichtig hier, dass man eben sieht, dass jede Entscheidung hat Gewicht, aber die Entscheidungen sind eben Einzelentscheidungen und am Ende kommt es über alles hinweg darauf an, wie man entscheidet. Wenn man eine Sache nicht kann oder sie einem persönlich einfach nicht liegt, hat man eine andere Möglichkeit beizutragen. Ausblicke geben und Zusatzinformationen anbieten. Also hier haben wir jetzt gesehen, die Zusatzinformationen wurden sehr dezent angeboten und dann am Ende nochmal prominenter. Wir können aber auch das in der Geschichte natürlich passender anbieten. In Entscheidungsformen, in Interaktionen, in anderen Aufgaben, was man zum Beispiel sagen muss,
Wie plant sich eigentlich so eine Mangrove an und dann mit Drag-and-Drop-Aufgaben oder so arbeitet? Ist alles möglich. Von dem her würde ich sagen, lasst eurer Kreativität da freien Lauf. So, jetzt würde ich einfach sagen, wir kommen zu den Fragen. Ja, erstmal schönen Dank, Jennifer. Das war ein richtig schöner Ritt durch ein schönes Storytelling. Wir haben so ein paar Fragen hier. Ich fange mal mit einer ziemlich unten an. Wenn wir selber für unsere Mitarbeiter E-Learnings erstellen, fragt Elisabeth, dann tun wir uns oft schwer mit Ja-Nein-Fragen. Oft sind ja beide ein wenig gut. Wie macht ihr das? Ja, im Storytelling braucht man manchmal das Schwarz-Weiß, weil das einfach, die Welt ist deutlich komplexer, als sie in Geschichten oftmals ist. Das muss man einfach so sagen, weil die Geschichten reduzieren etwas auf diese bekannte dramatische Form in drei Akten. Da können wir es nicht gebrauchen, dass einer vielleicht sagt und sich dann nochmal informieren geht und dann hier einen Nebenstorystrang aufmacht, sondern wir ziehen das dann quasi einmal durch. Wenn man aber zeigen möchte, dass es keine Ja-Nein-Frage ist, dann kann man das im Dialog ausdiskutieren. Also dann überlasse ich das quasi eher in einem Dialog den Charakteren und sage einfach, du, ich würde das jetzt so und so machen. Und dann sagt der andere Charakter, ja, aber hast du mal drüber nachgedacht, dass das vielleicht die bessere Lösung ist? Und schon hat man quasi den Weg von Ja-Nein weg in mehrere Möglichkeiten gegeben. Beantwortet das die Frage? Ja, Dankeschön. ich fange mal an. Elisabeth, vielleicht schaltest du dich ein, wenn du meinst, dass da noch eine Ergänzungsfrage nötig ist. Genau, also, Sie hat gerade schon geantwortet. Genau, Achso. und ich kann auch sagen, vielen Dank, ist eine schöne Antwort, finde ich super, sozusagen die zwei Wege zu nehmen, wenn man ja, nein oder nicht ja, nein will. Dankeschön. Gerne. Okay, dann haben wir eine nächste Frage von Regine. Welches technische Tool liegt hinter dem Ablauf? Dateiformat? Daran hängen ja Aufwand, Kosten etc. Ich vermute, das ist HTML5, also dass das ein sogenanntes HTML5-Framework war, weil man kann es nämlich auch, ja, es ist responsiv. Daran kann man es meistens testen, ob es HTML5 ist oder nicht. Wobei man sagen muss, heutzutage gibt es ja auch Sachen wie Rise von Articulate, die auch responsiv sind, mit denen man auch sehr schöne Story-Trainings mit uns bauen kann. Das heißt, das wurde hier programmiert, genauso wie wir es sehen. Es gibt aber eben auch Firmen, die haben ihr eigenes Framework, mit dem sie arbeiten, also HTML5-Framework. Es gibt Firmen, die arbeiten mit RISE. Und je jünger die Zielgruppe ist, desto wichtiger ist es eben auch, dass das auf allen Endgeräten funktioniert übrigens. Oder wenn man zum Beispiel mit Zielgruppen im asiatischen Raum zu tun hat, ist es auch sehr wichtig, weil viele von denen haben nur noch ein Tablet und gar keinen festen Computer mehr. Und dann fragt die Roswitha, welches Dramaturgiekonzept dahinter steckt, dass es ausgerechnet 6 Kapitel pro Story sind. Moment, das hier. Also das dramaturgische Konzept ist eigentlich immer dasselbe. Es ist die klassische Heldenreise, wie wir sie schon seit, weiß nicht, ich glaube, die Ilias ist jetzt 4.000, 5.000 Jahre alt mittlerweile. Die Ilias hatte dieses Prinzip schon und Forscher haben mittlerweile auch herausgefunden, dass unser Gehirn in so einer Struktur am besten speichert und das auch wieder am besten abrufen kann. Das heißt, Geschichten sind quasi wie unser Gehirn Dinge verarbeitet. Dementsprechend hat sich diese dramatische Form über Jahrtausende hier herausgebildet und eigentlich kaum mehr verändert. Diese 6 Kapitel sind immer quasi, wir sind gestartet mit dem ersten Problem. Also wir haben die Charaktere kennengelernt, das sind einmal unsere Teenager, einmal unsere Oma und haben eben hier gelernt, hier gibt es eben Herausforderungen und wo wir sind, also wo befinden wir uns eigentlich. Dann kommt eben schon der Sturm im Hintergrund, wurde schon gesagt, da zieht ein Sturm auf. In der Mitte kommt der Sturm, am Sturm wachsen wir und am Ende endet das Abenteuer und wir haben zum Beispiel gesehen, einer unserer Charaktere ist jetzt plötzlich von Tuvalu weggezogen, zum Beispiel. Also wäre eine Möglichkeit, diese Geschichte aufzulösen. Die andere Möglichkeit ist eben, sie bleibt auf der Insel und stellt sich dem Kampf. Also hier haben wir zwei Möglichkeiten, wie das Ganze ausgeht. Im E-Learning sieht das folgendermaßen aus. Wir haben die Einleitung, den Schauplatz, Charaktere und dann haben wir diverse Probleme, die wir durchspielen.
die in sich immer schlimmer werden. Also quasi wir haben Probleme, die sich aufbauen, die wir lösen müssen, die wir so oder so lösen können. Die haben wir eben auch gesehen, je nachdem, wie wir den Problemen begegnen, verändert sich die Geschichte. Und wir sehen eben auch die Konsequenzen. Also das ist ein ganz wichtiger Teil auch im E-Learning, dass wir auch die Konsequenzen erzählen, die unsere Charaktere eben auch hier durchleiden müssen. Am Ende haben wir hoffentlich unsere Lektion gelernt und unsere Charaktere ihr Problem gelöst. Und dann kommt am Ende die Zusammenfassung, der Ausblick und das weitere Wissen sozusagen. Bitte? Dazu passt die zweite Frage von Roswitha. Ich begegne im Zusammenhang mit Storytelling fast immer der bekannten Heldenreise. Welche alternativen Erzählformen kennst du? Vielleicht hast du hier einen Buchtipp. Also es gibt alternative Erzählformen, eben zum Beispiel das Collective Storytelling, wo das dann eben aufgespaltet wird auf mehrere Charaktere. Also wenn man zum Beispiel, weiß nicht, wer 8 Blickwinkel zum Beispiel als Film gesehen hat, oder es gibt auch verschiedene Serien, die aus verschiedenen Perspektiven erzählt werden. Das geht eben schon in Richtung kollektives Erzählen. Das heißt, nicht mehr der eine Held. Also wenn wir jetzt mal zurückblicken in die Filmgeschichte, haben wir Indiana Jones, der als schlechter Archäologe durch die Welt stapft, Nazis bekämpft und irgendwie unethisch Dinge einsammelt. Damals war das noch so, dass wir den einen starken Helden haben, der alleine die Welt rettet. Jetzt spulen wir mal 30 Jahre nach vorne und kommen bei Avengers Endgame raus, wo wir plötzlich 50 Helden zusammen haben in einer Geschichte, die versuchen, den einen großen Bösewicht zu besiegen. Das ist quasi schon eine Form von kollektivem Storytelling, was Marvel hier gemacht hat über quasi ein Jahrzehnt, in dem sie immer wieder Teile einer Geschichte erzählt haben, die auf diesen einen großen Höhepunkt hingearbeitet haben. Das kennen wir aber auch aus der Dokumentation. Ich überlege jetzt gerade, also ich habe ja gerade ein Buch lesen, tatsächlich Dimensionen des filmischen Erzählens. Hier geht es um systemisches Storytelling. Ich habe hier auch noch ein Buch rumliegen, das heißt Storytelling Futures. Da geht es darum, wie man Zukunft erzählt. Ach, sorry. Ich schicke das nachher noch mit rum. Da geht es zum Beispiel darum, dass eben Zukunftsgeschichten eben auch kollektiver im Ansatz sind. Das heißt, ich weiß nicht, wer die Systemtheorie von Luhmann kennt, aber hier kommen wir quasi schon in der Systemtheorie raus, dass Systeme quasi verschiedene Stellschrauben haben, an denen man ansetzen kann. Und all diese Stellschrauben kann man natürlich erzählen, weil einer allein wird die Welt nicht retten. Ich glaube, auf dem Punkt sind wir im Moment rausgekommen, tatsächlich im Erzählen. Ja, dann kommt eine Frage, die da gut zu passt. Der Marcel fragt, welche Methoden kannst du noch empfehlen, um zu den Ideen der Storys zu kommen, außer zum Beispiel die Zielgruppen nach eigenen Storys zu fragen? Da kommen wir jetzt auch wieder in den Bereich, wann erzähle ich eigentlich fiktionaler? Also ich habe ja vorhin schon erzählt, man kann realistisch erzählen, wie wir es jetzt hier gesehen haben. Ich habe aber auch schon Geschichten erzählt, die haben in der Renaissance gespielt. Ich habe Geschichten erzählt, die waren in Sin City quasi. Ich habe Geschichten erzählt, die waren in anderen Welten oder in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Das geht alles. Das ist alles möglich. Um zu überlegen, ob so ein Thema quasi funktioniert in der Belegschaft, würde ich immer empfehlen, zu evaluieren, wie verbrannt eigentlich das Thema schon ist. Also quasi, wie viel Widerstand, innerer Widerstand spürt die Belegschaft eigentlich schon, wenn sie sich das Thema nur anguckt. Je mehr Widerstand, desto besser eignet sich ein fiktionales Thema. Also das quasi rauszunehmen aus der Realität und zu sagen, ich erzähle das jetzt im Western oder sonst wo. Das muss natürlich auch immer noch mit der Zielgruppe funktionieren. Also wenn die alle ganz skeptisch werden, wenn es da Richtung Science Fiction geht, dann würde ich das lassen. Aber da hat man ja auch ein Gefühl, was in der eigenen Firma geht und was nicht. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass meistens mehr geht, als man denkt. Ich nehme in der Regel 3 bis 5 Geschichten mit, also quasi Entwürfe mit, wenn ich sage, das wird ein Storytraining. Das erste ist super realistisch, also wie wir es jetzt hier gesehen haben. Und das fünfte ist quasi total abgedreht, wo ich mir immer denke, das funktioniert auf keinen Fall in diesem Unternehmen, das nehmen die nicht. In der Regel nehmen sie das und es funktioniert dann auch. Das heißt, ich würde einfach sagen, Kreativität freien Lauf lassen. Da gibt es verschiedene Methoden, also es gibt Kreativitätsmethoden ohne Ende, ich glaube 180 oder so am Stück. Zum Beispiel die Walt Disney Methode, also Disney arbeitet ja auch mit Kreativmethoden. Wenn man gar nicht weiter weiß, gibt es sogenannte
Story Cubes, also Würfel, auf denen Symbole sind. Die gibt es in jedem Spieleladen. Damit machen nämlich Kinder mit ihren also Eltern mit ihren Kindern oftmals Geschichtenwürfeln. Also man setzt sich zusammen, würfelt einmal und erzählt zusammen eine Geschichte. Und die gibt es in ganz verschiedenen Formen. Die gibt es in Science Fiction, die gibt es in Reisen, die gibt es irgendwie in ganz normal, also quasi neutral. Die gibt es mit Doctor Who und mit Mummins mittlerweile. Also es gibt ganz viele davon. Und da kann man sich eine Geschichte zusammenwürfeln und gucken, was einen inspiriert. Was ich immer gerne mache, ist, mich tatsächlich mit einem Kollegen zusammenzusetzen und sagen, was fällt dir denn zu dem Thema ein? Oder gib mir doch mal einen griffigen Titel. Also ich habe tatsächlich mal ein Training gemacht zum Thema Fraud, wo dann das ganze Thema, die ganze Geschichte einfach nur aus dem Titel direkt rausgefallen ist. Einer meiner Kollegen hat gesagt, mach doch Fraud City. Und da wusste ich sofort, was er meint. Und er meinte Sim City, also es ist quasi in so eine Detective-Noir-Welt zu verlegen. Und ich hatte sofort ein Bild im Kopf, dass der Lerner jetzt hier eben Detective wird und sich hier einmal durcharbeitet. Und das ist aber eben, da ist jeder ein bisschen anders, muss ich auch sagen. Also wie die Kreativität am besten funktioniert. Die meisten meiner Kollegen sind am kreativsten beim Spazierengehen, unter der Dusche oder beim Kochen. Am Schreibtisch sind es die wenigsten. Hilft auch manchmal einfach rauszugehen. Ja, Marcel hat noch eine zweite Frage und es geht ihm so um ausführliche Themen. Wie gehst du damit um, wenn ein Content so zäh und detailreich und komplex ist, zum Beispiel technische Prozesse, dass es vermeintlich schwer ist, dies über eine Story zu vermitteln? Ah, es geht auch. Technisch schwere Themen funktionieren zum Beispiel am besten mit einer Mentorenfigur, also dass ich jemanden an die Hand bekomme, der das Thema eben schon kennt und mich da durchführt, also sowas wie Obi-Wan für Luke Skywalker war. Man sieht genau, es gibt solche Geschichten da draußen schon, man muss sie nur erkennen. Also diese Muster sind eigentlich immer gleich. Und gerade bei Software-Trainings haben wir ja eine technische Zielgruppe, mehr oder weniger, und da funktioniert es auch mal gut, in die nerdigeren Geschichten zu gehen. Und wenn die dann sagen, oh, ich habe ja so einen kleinen C3PO, der führt mich hier durch, finden wir das meistens eigentlich ganz cool. Ja, ich glaube, so die wichtigsten Fragen haben wir beantwortet. Wer noch eine Frage einbringen will, macht das Mikrofon auf und stellt Vielen sie Dank auch einfach. Für den, der die Rory Story Cubes schon in den Chat reingepackt hat. Genau, schaut noch in den Chat, da stehen so einige interessante Hinweise noch mit drin. Hier hat sich noch jemand gemeldet. Einfach mal reinreden. Ja. Ja, hallo und vielen Dank für deinen Input. Ich fand den auch wirklich sehr cool. Sehr inspirierendes Produkt. Mich interessiert jetzt noch mal was zum Prozess. Also vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, wie ihr das Produkt erarbeitet habt und welche Akteure, Dienstleister daran beteiligt waren. Das wäre noch mal hilfreich. Also, es überlegt, ist ja nicht mein Produkt. Aber ich kann den Prozess trotzdem mal einmal geben. Also in der Regel ist es so, dass ein Kunde schon mit Interesse kommt oder zumindest in die Richtung gelenkt werden kann, dass er gerne ein Storytraining haben möchte. Dann würde ich sagen, eben gibt es intern eine Phase, in der das Material gesichtet wird. Das heißt, ich breche in der Regel das Material in seine kleinsten Teile herunter. Das mache ich mit ganz normalen Post-its. Das kann man auch digital mittlerweile machen, wie es einem am besten liegt. Weil das hat dann den Vorteil, dass ich diese Einzelteile quasi hin und her schieben kann, auch in einer Storyline später und schauen kann, wo kriege ich das am natürlichsten unter. Dann setze ich mich hin, entwickle eben diese 3 bis 5 Geschichten und pitche die dann. Also in der Regel bin ich eben jemand, der zum Kunden geht und sagt, ich habe diese 5 Ideen, was machen wir jetzt damit? Es kann sein, dass der Kunde sagt, die gefällt mir super, die nehmen wir. Es kann sein, dass der Kunde sagt, mir gefällt das aus Geschichte A gut und das aus Geschichte C und dann muss man eben neu mischen. Und dann geht es in die Konzeptionsphase. Also die Konzeption bleibt eigentlich exakt gleich. Man macht ein Grobkonzept, in dem man schon mal den Storyrahmen baut, die Inhalte drin verteilt und schaut, wie das passt. Wenn es sehr, sehr viel Inhalt ist, kann es sich eignen dafür, dass man eine Art Serie draus macht. Also dass man sagt, ich denke das eher als Storywelt, als Netflix-Serie. Ich sage dann immer mehr Netflix als Tatort und denke das eben dann über mehrere Episoden. Man muss ja nicht alles immer in 6 Stunden Trainings packen, sondern man kann sagen, ich mache, weiß nicht, 12 halbstündige Trainings oder 24 viertelstündige Trainings und baue einen Storyrahmen drumherum.
von der Grobkonzeption geht es in die Feinkonzeption. Das heißt, es wird dann, wie auch immer das bei euch vor Ort dann passiert, bei mir passiert das in PowerPoint oder in Word, eben alle Texte ausgeschrieben, alle Bilder angedacht. Also wenn zum Beispiel illustriert wird, dann suche ich mir manchmal Referenzbilder oder ich male es selber auf. Ich bin ganz schlecht im Malen, aber das Design versteht dann schon, was ich meine in der Regel. Und dann geht es eben schon ans Design. Also schon in der Konzeptionsphase arbeite ich mit dem Design zusammen und sage, wir haben jetzt folgendes Budget. Wie viele Szenen kann ich denn dafür überhaupt machen? Und ich passe mich dann dem Budget an. Ich sage dann, wir können 10 Hintergründe machen und dann funktioniert das so und so. Von dem Design geht es dann in die Produktion. Das heißt, entweder es wird eben programmiert oder in Storyline oder Articulate oder wo auch immer zusammengebaut. Und dann geht es in die Testphase, Beta, Alpha und dann ist es live in der Regel. Ich mache in der Regel noch einen Trailer dazu, also wie bei Serien und Filmen, wo man dann eben noch rausschicken kann und sagen kann, da kommt was ganz Tolles für euch, liebe Mitarbeitenden. Und schicke dann, der Trailer wird dann meist vorausgeschickt und dann ein bisschen Lust gemacht drauf. Ja, das klingt jetzt alles nach einer eleganten Form von E-Learning. Jennifer, hast du auch schon mal gehört oder selber erlebt, dass man so ein Präsenztraining als Story ablaufen lassen kann? Weil ich habe tatsächlich einen Kunden gehabt, der das gemacht. Also ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich ein Renaissance-Training quasi geschrieben hatte. Und die haben dann tatsächlich sich Renaissance-Kostüme gekauft und haben dann die Vor-Ort-Trainings in diesen Kostümen abgehalten und eben auch die Story dann aufgegriffen wieder. Also auch da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Oh ja. Ja, klasse. Also sehr spannendes Thema und ich sehe mal auf die Uhr. Wir sind jetzt kurz vor Ende unserer Stunde, die wir immer nicht überschreiten wollen. Jennifer, vielleicht so einen letzten Tipp, wer damit anfangen will. Wie steigt er am besten ein Storytraining zu machen? Was würdest du empfehlen? Ich würde sagen, es sind einige Online-Kurse da draußen. Die besten davon sind tatsächlich auf Englisch leider. Es gibt aber auch einige gute Bücher mittlerweile. Also es gibt zum Beispiel vom Rheinwerk Verlag ein Storytelling-Buch. Es gibt Storytelling für Business. Es gibt, glaube ich, immer noch kein Storytelling für E-Learning, soweit ich es weiß. Aber was ich ein sehr schönes Buch finde, das auch in die Psychologie von Storytelling reingeht, ist The Storytelling Animal. Ein sehr schöner Kurs ist von der Khan Academy, da hat nämlich Pixar mal erzählt, wie Storytelling funktioniert. Also die tatsächlich von vorne erzählen, wie sie eine Geschichte entwickeln und dann bis ins Design runtergehen, also bis ins Charakterdesign, was ich sehr spannend fand. Es gibt eben The Future of Storytelling, der ist, glaube ich, mittlerweile auch auf YouTube komplett, der Kurs. Der ist jetzt ein paar Jährchen alt mittlerweile, aber die Grundlagen von Storytelling ändern sich eben nicht. Das ist auch der Vorteil daran. Und da kann man sich so ein bisschen reinarbeiten in Storytelling. Ich schicke das nachher alles noch Karl-Heinz mit Links zu Büchern etc., damit ihr euch das anschauen könnt. Ja, wunderbar. Vorhin fiel mal die Nachricht, ihr kriegt eine E-Mail. Nein, kriegt ihr natürlich nicht, aber ihr findet alles auf colon.de. Es wird ein Blogpost raus, wo wir auch die Aufzeichnung von diesem Meetup mit veröffentlichen. Vielleicht, wer sich vernetzen will oder wer einfach direkt noch Fragen hat, meldet euch gerne bei mir. Ich beantworte sie gerne. Das kann ich nur noch anbieten eben. Und ja, genau. Auf LinkedIn bin ich auf jeden Fall regelmäßig. Da findet ihr mich sicher. Genau. Also das war Jennifer Fritz. Jennifer, einen ganz herzlichen Dank dafür, dass du dein intensives Wissen hier mit uns teilst. Und euch allen danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Dankeschön und ciao. Ciao.